Hi, ich bin der Chris von Asphagor. Wir befinden uns gerade auf der Cosmic End Tour und befinden uns gerade in Amstetten. Unser Bus ist gerade eingegangen und jetzt versuchen wir einen Ersatz zu finden und währenddessen präsentiere ich euch meine CDs, die mich beeinflusst haben, als Jugendlicher in die Metal-Szene überhaupt einzutauchen. Zuallererst muss ich natürlich sagen, ich würde nicht auf dieser Tour sein, wenn ich nicht natürlich Dark Fortress selbst mich beeinflusst hätte. Ich weiß noch, das allererste Album. Das ist zwar nicht das hier, aber das ist jetzt hier die Island. Aber das allererste Album, was ich gehört habe, war die Seance. Und es war die kühle Atmosphäre, die mich überzeugt hat, überhaupt in erster Linie Black Metal überhaupt machen zu wollen. Das war eine super strange Erfahrung, aber ich bin sehr froh, jetzt auch sagen zu können, dass Dark Fortress auch persönliche Freunde von mir sind, was wir während der Tour noch weiter zelebriert haben. Ich habe so viele CDs, Wahnsinn. Eine weitere Superscheibe ist die Dodecahedron, self-titled. Sehr obskures Teil aus Holland. Der Michel Nienhuis hat einen wirklich, wirklich guten Job gemacht und das Genre auf eine Art und Weise neu definiert. Also das ist Next Level Shit, wirklich. Wenn wir weiterkommen mit Black Metal, kann ich natürlich nicht auch darüber sprechen, dass Wolves in the Throne Room der Celestial Lineage mich an meinem 22. Geburtstag überrascht hat. Punkt genau. Sie haben gerade ein Konzert gespielt in Innsbruck und die Luft war geschwängert von Salbei und diese Ethereal Guitar Riffs haben mich einfach in eine andere Welt geblasen. Oder es war vielleicht der Salbei. Vielleicht war ich high oder was von dem. Ich weiß es nicht genau. Aber super Scheibe. Hier kommen weiter. Wenn wir im Black Metal bleiben, kann ich natürlich niemals ohne meine Absu auf eine Einzelne. Absu, die Special Edition mit Live-DVD, was der Proscriptor McGovern auf dieser Scheibe gemacht hat, beziehungsweise mit seinen Musikern, ist für mich insofern wichtig, weil es definiert mein Gitarrenspiel auf eine ganz spezielle Art und Weise. Fresh Black Metal mit ultraschnellen Riffs und extrem schnellen Drum-Passagen. Und ich bin sehr froh, dass diese Scheibe jemals rauskam. Ich habe so viele CDs. Wahnsinn. Wenn wir weitergehen, vielleicht auch noch aus aktuellem Anlass. Wir haben drei Members von Non-Euclid auf der Tour. Das ist die Crawling Chaos.
die hat mich insofern beeinflusst, da sie ein sehr spezielles Riffing hatte, unter anderem auch von Florian, dem Sänger von Dark Fortress, der spielt hier auch Gitarre. Das wissen nicht viele, der kann eigentlich am besten Gitarre spielen auf der ganzen Tour, aber er tut es nicht. Super Scheibe, bester Track, Digital Diaspora, saugeiles Tapping am Anfang, Wahnsinn. Und wenn wir in Deutschland bleiben, würde ich ganz gerne auch über den progressiven Input sprechen, nämlich die Hirsch-Effekt mit Roulon Agnosie. Sehr vertracktes Album, das war ja so mehr oder weniger mein Entry-Gate zur Hardcore-Szene, wie man so will. Aber besonders der Track Agnosie selbst hat mich während schweren Zeiten auch in meinem Leben begleitet und ich bin sehr dankbar dafür, dass Hirsch-Effekt diese CD ausgebracht hat. Also es ist keine leichte Kost, aber es ist wirklich alles wert. Dann mein erstes Death-Metal-Album ever ist die Heretic von Morbid Angel. Vielleicht nicht der Favorite von allen, aber für mich hat es einen besonderen Stellenwert. Weil ich kann mich noch erinnern, mit 15 Jahren habe ich die Akustikgitarre von meinem Opa rausgepackt und habe auf Nylon-Seiten versucht, den Song Stricken Arise zu spielen. Und ich wollte immer Troy Azagdorf sein als kleiner Kind. Habe mir immer vorgestellt, ich habe einen Rose auf meiner Nylon-Gitarre. ja, natürlich, Favorite Album von Morbid Angel, Covenant und Gateways to Annihilation. Die habe ich leider aber jetzt nicht mit, weil wir haben auch ein Zeitbudget. Das will ich nicht sprengen. Wie könnte ich Death Metal sagen ohne diese beiden Scheiben? Einmal die Gorguts, die Obscura von Gorguts. Turbulent by Spawn Possession. From Spawn Possession. Dieses Album, ich kannte ich kannte Gorguts eigentlich überhaupt nicht und habe sie dann mal im Rahmen des Brutal Assault auf dem Festival gesehen und bin dann drauf gekommen, okay, vielleicht waren es die 12 Bier, die ich zuvor getrunken habe, das war nicht so viel, oder einfach nur die aufgeladene Atmosphäre, also es hatte irgendwie 30 Grad oder sowas im Schatten, aber sie hatten dann den Titeltrack Obscura gespielt und ich war einfach wie ausgewechselt. Natürlich mein Nacken litt darunter. Gleich wie mein Kopf am nächsten Tag. Und Spawn of Possession ist insofern ein Meilenstein in Death Metal, weil ich glaube, es gibt keine Band, die klingt wie Spawn of Possession. Seriously. Der Dennis Landfiskal hat Drumming auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Das Ganze irgendwie vor 20 Jahren schon bereits. Das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, der schnellste Track hat so 280 BPM, 290. Ja, da geht die Post ab. Das ist wirklich heftig. Und perfektes Songwriting einfach. Was habe ich denn hier noch? Ich kann auch nicht Death Metal sagen ohne diese spezielle Errungenschaft aus Neuseeland.
Das ist nämlich Ulcerate mit The Destroyers of All. Das ist, wenn wir von Drumming sprechen, Jamie Saint-Negard hat auf diesem Album geschafft und auf allen anderen Ulcerate-Alben, was mir vorkommt, wie es ist in einer in kompletter Isolation geschehen, aber er hat, ich weiß nicht, ob er Jazz-Hintergrund oder was hat, aber man merkt auf jeden Fall, dieses Album hat so viele Dissonanzen drin, dass ja, man kann sich dann aussuchen, welche einem die liebste ist. Death Metal oder Progressive Metal geht auch nicht ohne Cynic, die Traced in Air. Wie ich finde, ein moderner Klassiker. Die Focus habe ich leider nicht dabei, aber die war natürlich auch eine grandiose Scheibe. Ich kann mich nur genau erinnern, das war zu MySpace-Zeiten noch, als die Scheibe rausgekommen ist. Und die haben wirklich viel Budget für Promotion und so weiter verwendet. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, what the fuck, Clean Vocals und Death Metal, wie soll das jemals funktionieren? Aber es tut's. Auf diese Scheibe und es sind die besten Tipps, die ich mir vorstellen kann. Saugeile Scheibe. Was habe ich denn hier noch? Ich werde gleich zwei Scheiben jetzt in die Hand nehmen, weil ich glaube, sie sind auf eine gewisse Art und Weise verwandt. Nämlich die Atheist mit Elements. Gorgot mit Process of a New Decline. Es ist so, dass Gorgot mal eine Covernummer von Atheist gemacht hat, von der, ich weiß nicht mehr genau welche, aber anyways, beide sehr große Progressive Death Metal Acts. Kelly Schaefer hat bei Atheist was geschafft, was nicht viele Musiker geschafft haben, und vor allem der Track Samba Blisa ist etwas, das lockert Death Metal in seiner Grundgesamtheit auf. Die Process of a New Decline auf der anderen Seite bringt so viel Funk und so viel beschwingten brasilianischen Touch schon fast in das Songwriting. Man merkt, dass die Scheibe aus Frankreich ist und auch sehr südliche Einflüsse hat. Super Gitarrenspiel auf der Scheibe. Bester Track, Disavow Your God, der Opener. Zieht's euch rein. Dann weiter im Death Metal. Arsis. Das ist der Shit. Das ist der absolute fucking Shit. Also, ich habe zwar vorher so Bands wie Death und so weiter gehört, aber als es diese Scheibe veröffentlicht hat, war mir klar, ich muss besser werden auf der Gitarre. Einfach nur alles auf der ganzen Scheibe. James Malone und Ryan Knight haben hier abgeliefert mit allen Soli und allem Möglichen, was überhaupt möglich ist. Und das Drumming wurde auf dieser Scheibe oftmals sehr gehasst. Ich muss allerdings sagen, es ist ein Punkt, der mir besonders Freude bereitete, weil es so atypisch war für Death Metal. Also geile Riffs, geile Soli, geile Growls, geile Vocals.
Kojira. Hier in der Live-Version von The Link. Man sagt zwar, dieses Album hat sehr viele Morbid Angel Riffs, und das stimmt auch. Aber ich kann mich noch genau erinnern, dass ich irgendwann im tschechischen Fernsehen auf Bučko TV einen Live-Clip gesehen habe von Death of Me, ja, so hieß der Track, und es hat mich einfach umgeblasen. Wow, das war alles, die Platierbrüder, ja. Und seitdem haben sie sich ein bisschen stilistisch verändert, wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung Populärmusik, aber früher waren sie richtig harter Death Metal und richtig gut. Dann, eins meiner Favorites ist auch die Gormageddon von Aborted. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Dirk Verbeeren spielt hier Drums. Ich wusste das erst nach 10 Jahren oder sowas. Aber super geile Drumlicks. Und ich würde jetzt aufhören. Oh nein, 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 das ist wichtig. Guitar Gods DIY. Idol, als ich zu Gitarre spielen anfangen. Und ich weiß noch genau, mein Gitarrenlehrer hat mir damals eine DVD von G3 mit Joe Satriani, John Petrucci und Steve Vai die Hand gedrückt und gemeint, so schau dir das an und verzweifle. Das habe ich dann auch wirklich gemacht. Dann habe ich mir diese CD angehört und For the Love of God ist Wahnsinn, also pure Emotion. Ein Meilenstein in der Musik. Und ich höre jetzt dieses Interview auf mit meiner allerersten CD und die ist kein Metal. Jetzt werde ich voll gehatet wahrscheinlich. Das ist die Discovery von Daft Punk. Das ist wirklich tatsächlich noch die originale erste CD, die ich mir ever gekauft habe, und damit fing der ganze Scheiß an. Ja, funkiges Songwriting, das mich irgendwo bis heute begleitet. Das hört man ja auch bei Asphalt. Nein. Anyways, super Scheibe. Wie das? Ja, vielen Dank für die Zeit und danke, dass ich euch zulabern durfte. Wenn ich jetzt noch weitermachen würde, würde ich noch eine halbe Stunde über Trey Azaktov reden, aber die Zeit reicht einfach nicht. Und in dem Sinne. Setting the SS from the fire.